Mein Name ist Frank Bichanski, ich bin Geschäftsführer der Mull & Partner Ingenieurgesellschaft und neben vielen anderen Dingen, im Wesentlichen im Bereich Flächenrecycling und Altlastensanierung, beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Kampfmittel. Wir haben eine eigene Kampfmittelplanungsabteilung im Hinblick auf Kampfmittelräumung und in diesem Zusammenhang sind wir unter anderem hier am Detlinger Teich tätig. Der Detlinger Teich als Ortsbezeichnung ist die größte Räumstelle von chemischen Kampfstoffen in Europa. Es kommt hier zu dieser Anhäufung von chemischen Kampfstoffen aufgrund der Situation, dass direkt hier nebenan, hinter der Halle, die Sie im Hintergrund sehen, die Munitionsanstalt Oerl lag. Dort wurden chemische Kampfstoffe in Bomben abgefüllt. Gleichzeitig war hier in der Nähe das Beutelager für die erbeuteten Kampfstoffgranaten von Kriegsgegnern im Zweiten und Ersten Weltkrieg. Und diese Kampfstoffe wurden zu Teilen, also alles das, was nicht transportfähig war, hier im sogenannten Detlinger Teich entsorgt, also hineingekippt und dann später mit Bauschutt überdeckt. Nach einer Zeit von mehr als 50 Jahren haben sich letztendlich die Kampfstoffe dann allerdings auch im Abstrom, also im Grundwasser, wiedergefunden und aufgrund weiterer Untersuchungen hat sich dann der Heidekreis entschlossen, gezielt gegen diese Kampfstoffablagerung vorzugehen und diese zu sanieren und hat dann in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium des Landes Niedersachsen die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass wir jetzt hier stehen können und in den nächsten ungefähr 5 Jahren diese Kampfstoffe, die sich auf ungefähr knapp 30.000 Kubikmeter Teichinhalt konzentrieren, hier herauszunehmen und dann gezielt zu entsorgen. Die Entsorgung findet hier in der Nähe bei der GEKA statt, in Munster. Die GEKA ist die einzige Annahmestelle in Deutschland, bei der chemische Kampfstoffe in dieser Art und Weise auch behandelt und entsorgt werden können. Insgesamt sind hier am Standort während der Räumung 10 Kampfmittelräumer eingesetzt, die in verschiedenen Schichten dann die gefährlichen Arbeiten durchführen. Eigentlich sind immer nur 2 gleichzeitig an der Räumstelle. Die anderen Kampfmittelräumer sind dafür da, um als Rettungsteam zur Verfügung zu stehen, weil der ganz, ganz wesentliche Punkt hier bei allen Arbeiten ist die Arbeitssicherheit. Wir haben also auch keinen Zeitdruck. Wir müssen nicht so und so viel Kubikmeter in der Stunde oder am Tag schaffen, sondern können uns die Zeit lassen, die wir brauchen. Wir haben hier eine ganze Menge an Infrastruktur geschaffen. Das ist nicht nur die Halle, die Sie sehen, sondern unter der Halle haben wir noch mal ungefähr eine 400 Meter lange Spundwand, die bis zu 22 Meter in den Untergrund hineinragt, damit wir diesen kompletten Detlinger Teich auch im Hinblick auf die Wasserhaltung vernünftig fahren können. Weil das, was wir machen, ist, dass wir in der Fläche immer weiter runtergehen und zum Schluss bis auf 12 Meter Tiefe ungefähr diesen Detlinger Teich ausgehoben haben werden. Und dann dementsprechend das Bodenmaterial auf der einen Seite, aber auch die Kampfstoffe komplett entsorgt haben werden. Anschließend erfolgt eine Wiederverfüllung des Teiches und dann wird man entscheiden müssen, in welcher Art und Weise hier mit dem Standort umgegangen wird. Wir haben hier so viel Infrastruktur geschaffen, das kommt letztendlich schon einem kleinen Gewerbegebiet gleich und vielleicht gibt es auch eine kleine gewerbliche Folgenutzung. Also die Halle alleine hat mit ihren 10.000 Quadratmetern natürlich nur eine sehr interessante Größe für jede Art von Folgenutzung und von daher ist das letztendlich auch eine Art von Flächenrecycling.